Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Star Stable Event, unserem Halloween Event 2021. Ja, das ist Teil 2 und ich musste ja leider in der letzten Folge ein wenig cutten, weil sonst die einzelnen Folgen einfach zu groß gewesen wären. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Jedes Jahr zu dieser Zeit veranstalte ich ein spannendes Geisterabenteuer im Gruselkeller des Silverglade-Schlosses. Es ist ein sehr gruseliger Ort und ich hoffe, dass du nicht zu viel Angst haben wirst. Bist du bereit, dich der Herausforderung des Gruselkellers zu stellen? Kriege ich nur 10 Schillinge für? Keine XP? Naja, gut, okay. Okay, sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Wenn du das zu gruselig findest, kann ich leider nichts dagegen tun. Du wirst das alleine machen müssen. Alleine in der Dunkelheit. Alleine mit allen Geistern. Wenn dir das zu gruselig ist, dann lass es lieber. PS, die Geister sind meine Freunde. Sie wollen dir also nichts antun. Sie haben ihre Freude daran, andere zu gruseln, wie Geister das eben tun. In Wahrheit sind sie aber sehr nett. Das hört sich zumindest schon mal positiv an. Ja, dann rein damit. Nein! Warum muss ich dafür zu Fuß unterwegs sein? Ihr wollt mich doch veräppeln. Ich habe so ein schönes Pferd jetzt. Los, geh. Ich hasse es, wenn es so verbuggt ist, wirklich. Jetzt kann ich noch nicht mal mehr absteigen. Toll. Und mein Pferd kriege ich dann gleich nicht mehr raus, oder wie? Oder wird das resettet? Das ist ein Rennen! Ach du Scheiße. Ich denke, das sind Freunde. Wieso muss das ein Rennen sein? Ja, ach so. Wo muss ich denn hin? Hi. Ich glaube, ihr dürft mich nicht kriegen oder so. Ich weiß es nicht so genau. Wir sind hier bei Pac-Man, kann das sein? Darf ich dich nehmen? Ach so, immun. Moment. Ah. Das ist wirklich Pac-Man. Aber das ist gar nicht so schlecht gemacht. Das ist echt niedlich irgendwie. Da war ich schon. Oh. Da kommen schon wieder Geister. Sag mir nur bitte nicht, dass es hier eine Sackgasse gibt. Okay, der ist woanders rum. Wie zur Hölle soll ich denn hier 80 einsammeln? Was? Irgendwas mit Alternative zu steuern sehe ich unten. Aber ich kann es gerade nicht lesen, wenn ich am Laufen bin. Links war jetzt noch was. Nein! Oh, in dem Moment, wo ich nicht mehr immun bin, wollt ihr mich veräppeln. Oh. Ein Geist hatte ich in eine Kammer gebracht. Ja, toll. Ach so. Ach, und die muss ich dann... Oh, die muss ich dann aber alle geschafft haben? Oder wie? Oh, die verfolgen mich ja hier total schnell gerade. Ach, das ist ein Geist. Oh, ich dachte, das wäre ein Kürbis. Wie soll ich denn hier weiterkommen? Wenn hier überall die Geister da sind, wo ich rum muss. Ist doch scheiße. Schon wieder ein Geist. Genau, lauf du mal darum. Oh. Kann ich hoffentlich was einsammeln? Geh weiter. Geh weiter.
Ich muss hier durch. Au. Ich sehe nichts mehr. Aha. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich rum muss. Oh mein Gott. Hier ist noch was? Nein! Geh weiter. Ich muss da rum. Los. Weg da. Wo muss ich denn hin? Ach, kommt, Leute. Ich brauche nur 6 Teile. Wo geht der hin? Natürlich in meine Richtung, war ja klar. Ich finde die nicht. Ich meine, hier in der Ecke war ich noch nicht. Ich war hier tatsächlich noch nicht. Oder doch, aber ich habe nicht alles geholt. Moment, da ist noch was. Noch 3, 2. Oh mein Gott, das will ich aber nicht jeden Tag machen. Oh nee, hier war ich doch schon etliche Male. Das war ein Geist, der da rumlief, scheiße. 2 fehlen mir jetzt. Wollt ihr mich veräppeln? Natürlich muss da jetzt hier rumkommen. Ach kommt. Das ist der Keller. Da! Da! Yes! Finde den Ausgang. Was für ein Ausgang? Der hier? Vermutlich nicht. Das war anscheinend der Eingang oder so. Keine Ahnung. Ist das dieses Grün oder bedeutet das, dass dann Geist kommt? Oh, nein, das nicht, aber... Ich hoffe, das ist der Ausgang. Sieht gut aus. Ja! Yes! Oh mein Gott. Ist das mein Pferd? Ich hoffe. Nein, du sollst aufsteigen. Boah. Hä, wieso soll ich den Auftrag annehmen? Ich will doch nicht da rein. Oder habe ich jetzt was bekommen? Nee. Gruseliger Sprössling, den habe ich mir gekauft. Du hast einen Probeversuch. Danach kannst du dich einmal pro Tag der Herausforderung stellen. Das Geisterabenteuer ist ein Wettbewerb. Du musst alle kleine Kürbisse sammeln, die in den Gängen des Kellers zu finden sind. Wenn du alle Kürbisse gesammelt hast, öffnet sich eine Tür im östlichen Teil des Kellers. Du musst so schnell wie möglich raus. Du musst also alle Kürbisse sammeln und dann den Keller so schnell wie möglich verlassen. Die schnellsten Spieler werden auf einer Liste erscheinen. Das hier ist dein Testlauf. Du bekommst also heute noch eine weitere Chance. Viel Erfolg! Und vergiss nicht, dass du den Geistern ausweichen musst. Sie dürfen dich nicht kriegen. Es kann außerdem noch weitere Überraschungen dort unten geben. Echt jetzt? Nein! Ist das euer Ernst? Man kann da reingehen. Ich habe das doch eben angenommen. Und das alles nur wegen einem lausigen Seelensplitter. Echt jetzt? Ja, ich würde sagen, ich erspare euch dann die zweite Runde und ja, bin ehrlich gesagt gerade ein bisschen sehr sauer über die ganze Sache. Wir sehen uns gleich.
Ja, perfekt. Wesentlich schneller und ohne ein einziges Mal gefangen worden zu sein. Da steht sie. Hat es geklappt? Nicht so gruselig? Ah, nee, es ist nur ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Aber gruselig ist es kein bisschen. Ja, dann bleibt uns, glaube ich, als allerletztes, wenn ich jetzt nichts übersehen habe, und ich hoffe, dass ich nichts übersehen habe, nur noch, ja, springen wieder nicht, nur noch die Sache mit den Kürbissen. Das war der Trial-Ritt. Und da kommen noch Golden Hills. Was? Wie geil. Wie absolut geil ist das denn gemacht? Ich glaube, das haben wir davor so nicht gehabt. Einfach genial. Ich meine, wir wissen, dass ja hier irgendwie die Kürbisse ja, verrückt geworden sind, sage ich mal. Aber das habe ich so echt noch nicht gesehen. Jetzt muss ich mal eben schauen. Moment, er hat da, glaube ich, den Auftrag. Ich hoffe, das ist jetzt der Auftrag. Genau, Jaspers Kürbisfeldproblem. Beim Geist des großen Galoppierers. Meine Kürbisse sind besessen. So, beschwichtige den besessenen Kürbis auf Jaspers Feld, indem du die drei schelmischen Sprösslinge zurückbringst. Ich wollte mir gerade ein paar meiner wertvollen Kürbisse vom Feld schnappen, um sie zum Markt zu bringen, als, siehe da, die Kürbisse nach mir schnappten. Wie sieht es? Die Kürbisse hüpften herum wie kleine Teufelsbraten. Eine Katastrophe. Susanne, du musst mir helfen, die frechen Dinger wieder unter Kontrolle zu bringen. Klick den besessenen Kürbis an. Finde die drei Kürbissprösslinge und klick sie an. Bring die Sprösslinge zum besessenen Kürbis zurück. Okay, ich lasse das jetzt mal so. Hi. Oh, ich bin ganz lieb. Guckt mal, ich bin ganz lieb. Aua! Moment, einer ist da. Zwei sind in die Richtung. Okay, also stehen jetzt trotzdem noch anklicken. Nee, okay, er schmeißt mich. Ich dachte jetzt, er gibt mir jetzt noch eine Quest oder so. Ja, ich habe doch gesehen, dass der hier. Ach so, da ist einer. Einer. Da ist der zweite. Ah, den dritten sehe ich auch. Okay. Habe ich dich? Ja. Ich glaube, man darf nicht so schnell hinlaufen. Ich bin mir aber nicht sicher. Das sieht so süß aus. Sieh dir das an. Sie sind eine Familie. Jetzt, wo du sie wieder zusammengebracht hast, sind sie gar nicht mehr so unheimlich. Die tanzen sogar. Huch, was ist das? Scheint eine Art Belohnung für dich zu sein. Oh. Oh, habe ich die jetzt bekommen? Ja, ich habe jetzt 12. Oh, wie geil. Ach so, mit dem kann ich noch mal sprechen? Ja.
Vielen Dank, dass du mir hilfst, mein Feld wieder unter Kontrolle zu bringen. Aber jetzt, wo meine preisgekrönten Kürbisse eine eigene Persönlichkeit haben, kann ich sie doch nicht verkaufen und zu Kürbiskuchen machen lassen. Was sage ich denn nur, Frau Wulzwurf? Oje, oje. So, von nun an steht er da hinten und ich befürchte, die Kürbisjagd hat gewonnen, genau. Begonnen, nicht gewonnen. Und ich befürchte, dass sich dann das Gebiet nicht nur noch hier auf diesen Bereich beschränkt, sondern wahrscheinlich hier in der kompletten, ja, ich hoffe, näheren Umgebung. Was machen denn die Vogelscheuchen bitte hier? Hallo? Ja, ich denke, ich hoffe, dass wir das eventuell noch mal machen können. Oder wir können es erst morgen wieder machen. Das kann natürlich auch sein. Und dann heute entsprechend, ja, das dachte ich mir schon, nur die Splitter eintauschen. Das heißt, das ist das Gleiche, was wir bei dem anderen Kürbis schon gesehen haben. Ich würde gerne die XP fürs Pferd nehmen, aber ich bin auch ganz ehrlich, ich will erst mal gucken, was es in unserer Halloween-Ecke noch gibt. Ich befürchte, dass wir die Knochen wohl in die Mitte werfen müssen. Was müssen die denn hier so am Rumtanzen? Oh je, jetzt sind die anderen auch wieder da. Man kann sie wieder nicht mehr sehen. Ja, man kann aber auch kein E klicken. Also keine Ahnung, warum die alle jetzt bei der hier vorne stehen. Ich kann sie jedenfalls nicht anklicken und ich habe jetzt meines Wissens nach alles hier gemacht. So, hier schauen wir dann nochmal. Der Kessel im Herzen der Lagerstätte. Was ist denn mit Seelensplitter der verlorenen Seelen? Möchtest du die Seelensplitter der verlorenen Seelen suchen? Zu jeder vollen Stunde erscheint eine verlorene Seele in Jorvik. Halte nach dem Wirbel am Himmel Ausschau, um einen Weg zu finden. Beeile dich, wenn sie nicht schnell gerettet werden, verschwinden sie aus dieser Welt. Diese zerbrochenen Seelen brauchen dich, um genug Seelenfragmente zu sammeln, damit sie wieder ganz sein können. Bring ihre wiederhergestellten Seelensteine her und du sollst belohnt werden. Ah, okay. Ich habe jetzt nur irgendwie nichts verstanden. So, okay. Aber wir können das auf jeden Fall mit den Seelensplittern machen. Wir brauchen aber 20, um das erste eintauschen zu können, was natürlich blöd ist, weil ich meine, man bekommt hier eine Ausrüstung und auch eine Ausrüstung fürs Pferd, wenn ich mich richtig erinnere. Auch wenn ich da noch nicht so ganz verstehe, was da mit dem Knochen eigentlich ist, weil wir ja bei dem einen auch die Knochen sammeln konnten. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viele habe ich jetzt? 12. Ich würde schon gerne mal schauen, dass ich die zusammengesammelt bekomme, die Seelensplitter. Und dann dementsprechend die auch einlöse und mal schauen, was es da jetzt nochmal genau alles gibt. Also ich meine, es gab hier Klamotten. Und ich glaube, ich gehe hier trotz des schönen Hintergrunds mal ein bisschen weiter weg, weil hier alle durchlaufen. Ich meine, es gab Klamotten und auch etwas fürs Pferd. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine schon. Und da werde ich dann auf jeden Fall mal schauen, dass ich hoffentlich ganz viele Sachen gesammelt bekomme. Und jedes Mal, wenn ich dann wieder was Neues hier reingeworfen habe und auch umgetauscht habe, vielleicht werde ich es auch nicht hier weitermachen. Vielleicht ist es besser, wenn ich das beim Kürbis eintausche. Ich weiß es nicht, muss ich mal austesten, was man denn da bekommt. Das werde ich dann auf jeden Fall aufnehmen, soweit wie ich die Sachen bekomme, und werde euch das dann nochmal in einem kleinen Video zeigen. Ja, da das jetzt doch sehr, sehr, sehr lang geworden ist, gehe ich davon aus, dass ich das letzte Video gecuttet habe und zwei Teile daraus gemacht habe. Das wird jetzt vorerst erstmal die letzte Folge sein vom Halloween-Event, was ja auch mittlerweile über drei Teile gelaufen ist, also was ja auch nicht ganz so kurz war. Und wie gesagt, wenn ich das soweit hinbekommen habe mit den Sachen, was ich da bekommen habe, wo ich was umgetauscht habe, dann werde ich nochmal ein kleines Video machen, wenn ich die Seelensplitter soweit alle zusammen habe. Und
Ja, oh, der sieht ja doch ziemlich süß aus, habe ich gerade gesehen mit den rosa Augen. Oh. Ich darf mich nicht ablenken lassen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr vom Halloween-Fest findet, ob ihr die Feste davor auch kennt, wie ihr dieses nun im Vergleich zu den anderen Festen findet. Und ja, ihr könnt ja auch was dazu schreiben, die Sachen, wo ich gesagt habe, dass die neu gemacht worden sind. Ich weiß nicht, ob sie letztes Jahr schon waren. Da habe ich das Halloween-Fest, glaube ich, leider verpasst. Aber dieses Jahr, davor das Jahr, waren sie auf jeden Fall nicht dabei. Und dieser Trial-Ritt, den fand ich auch irgendwie schon cool. Also der hat richtig Spaß gemacht, finde ich. Überhaupt alle Sachen, die ich jetzt heute so gesehen habe, haben mir wirklich sehr, sehr großen Spaß gemacht. Und ich meine, für so tägliche Aufgaben, naja, ist es immer so ein bisschen nervig, natürlich die Sachen zu machen. Aber wenn man das das erste Mal macht und so, das finde ich einfach nur absolut genial gemacht. Also dafür auch ein ganz, ganz großes Lob an die Macher von Star Stable. Das war wirklich ein sehr faszinierendes und ja, ich persönlich finde sehr lustiges, manchmal ein wenig schauriges und ja, schaurig, erschreckendes, sagen wir es mal so. Aber auf jeden Fall irgendwie ein geniales Erlebnis, was ich haben durfte. Ja, und wir haben hier gerade einen Wirbelsturm gesehen. Leider kann ich den jetzt gerade nicht mehr sehen, aber ich kann diesen Geist hier noch ansprechen. Bitte sammle meine Seelenfragmente, um meine Seele wieder zusammenzusetzen. Okay. Ich weiß jetzt nicht. Achso, da oben steht jetzt noch 20 Stück sind es. Wir nehmen auch mal eben kurz die Blume hier mit. Lauf, lauf weiter, los. Ich weiß nämlich nicht, wie lange wir dafür überhaupt Zeit haben. Ich habe nämlich gerade zufällig gesehen, dass dieser, ach, da hinten kann man es noch schön sehen, dieser Seelensturm hier aufgetaucht ist. Fahr woanders rum. Ich muss hier gerade Seelensplitter einsammeln. Hab keine Zeit. Die Hälfte haben wir schon mal. 11, 12. Ja, und ich bin hier schon Rennen am Reiten gewesen und habe mir gedacht, warum finde ich hier keinen Sturm? Aber so wie es aussieht, ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich muss mal schauen, ob es dazu eventuell eine Tabelle gibt oder ich mir selber mal eine erstellen kann. Ich habe ja auf meiner Homepage von Susanne Rabbitburn habe ich ja einige Tabellen online gestellt, die ich selber mal erstellt hatte zu anderen Zeiten. Und jetzt finde ich die letzten zwei Splitter nicht. Das ist jetzt nicht euer Ernst hier. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, weil ich mich gerade auf diese Splitter hier konzentriere. Die anderen scheinen sie aber auch nicht zu finden, weil die nämlich jetzt auch gerade weitläufig hier ein bisschen rumreiten und nichts finden. Normalerweise würde ich sagen, dass das alles nur hier auf dem Feld ist. Der Wirbelsturm ist auch immer noch da. Also der ist noch hier im Gebiet. Aber die letzten zwei Splitter finde ich nicht. Ich hoffe jetzt nicht, dass das verbuggt ist, weil die anderen hier anscheinend auch verzweifelt suchen und nichts finden, so wie es aussieht. Hier unten fährt der aber auch rum. Vielleicht ist irgendwo was weiter unten. Aber die leuchten doch ziemlich stark. Also eigentlich sollte man sie doch auf größere Entfernung sehen. Aber offenbar. Wie gesagt, finden die anderen Spieler, können nicht so weit weg sein. Kehr wieder um, wenn du mir helfen willst. Ja, das möchte ich ja gerne. Aber wenn er schon sagt, die können nicht so weit weg sein. Ah, Moment, da hinten sehe ich, glaube ich, noch einen. Ach, da sind zwei Maschinen. Aha. Und da habe ich jetzt, glaube ich, gerade einen versteckt hier links in der Wurzel gesehen. Wie ich da rankomme, weiß ich allerdings noch nicht da. Ah, wird gerade. Perfekt, perfekt, perfekt. Wo ist der Geist? Steht nicht mehr hier. Moment, hä? Ach so, weil ich die jetzt alle eingesammelt habe, habe ich fünf. Nee, Moment, 15 habe ich vorher schon gehabt. Ja. Aber wo gebe ich das dann jetzt ab? Jetzt verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht, was ich machen soll. Oder hatte ich vorher 12? Ich bin mir gerade nicht sicher, dass ich jetzt drei dazu bekommen habe.
Da müsste ich dann noch mal gucken. Aber der Geist ist auf jeden Fall nicht mehr hier. Der war ja ungefähr hier und auch der Wirbelsturm ist weg. Ich hoffe jetzt nicht, dass der Wirbelsturm weg ist und damit der Geist verschwunden ist, weil ich das ja gerade abgeschlossen habe. Das wäre jetzt echt übel. Es kann natürlich sein, dass der Wirbelsturm jetzt verschwunden ist, weil ich die alle. Ach so, ich dachte gerade schon, ich sehe was Weißes, weil ich die jetzt alle gefangen habe. Ehrlich gesagt, das verwirrt mich ein bisschen. Wenn ihr da genaueres drüber Bescheid wisst, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht finde ich das auch noch heraus. Ich wollte aber, dass ihr das mal sehen könnt, wie das Ganze so aussieht. Und ja, dass ihr halt in der freien Welt auch eben diese Splitter normalerweise erhaltet. Also es kann wirklich sein, dass ich vorher 12 hatte und keine 15. Muss ich gleich nochmal mit dem Video vergleichen. Dann hätte ich jetzt hier 3 Stück dazu bekommen. Diese geisterhaften Wirbelstürme, wie SSO sie nennt, können übrigens überall auf Jorvik erscheinen. Man sieht sie eigentlich relativ von weit weg. Also ich war jetzt vorhin unten im Moorland-Stall, war da so ein bisschen das Pferd am Leveln und habe den hier auf jeden Fall gut sehen können. Ich vermute, dass die ja zu festen Zeiten an bestimmten Orten sind. Der hier ist meines Erachtens um 18 Uhr jetzt losgegangen. Wir haben heute Mittwoch. Das schon mal für meine Info. Ich werde mir das dann schon mal aufschreiben, damit ich dann da auch explizit nachgucken kann und sagen kann, okay, die kommen jetzt immer an der Stelle zu diesen Uhrzeiten. Ich sehe jetzt gerade um mich herum keinen anderen mehr, aber ich werde euch auf den Laufenden halten, wann ich wo mal welche gesehen habe. Ja, und ich habe es noch mal ausprobiert. Ich habe noch mal einen Seelensturm gefunden. Und zwar ist der genau um 19 Uhr, wir haben immer noch Mittwoch, hier in Firegrove vor der Ranch losgegangen. Also da unten, wo die ganzen Leute jetzt gerade rumreiten, beziehungsweise rumstehen beim Baum etwa, also bei dem vorderen Baum, stand ein Geist. Und ich habe jetzt hier nochmal alle 20 Seelensplitter eingefangen. Und wie man hier sehen kann, ich habe jetzt 18 von diesen grünen Splittern. Das heißt, man bekommt wirklich auf jeden Fall immer 3 neue grüne, ja, Seelensplitter heißen sie, glaube ich, zusätzlich, wenn man einmal so einen Sturm macht. Ist immerhin, ja gut, es ist eine Aufgabe. Für diese eine Aufgabe gibt es 3 Seelensplitter. Wenn man natürlich den halben Tag nur in Jorvik verbringen kann und da die Zeit für hat, dann lohnt sich das auf jeden Fall und man kann doch so einiges zusammensammeln. Ja, damit soll es jetzt aber auch schon gewesen sein für diese Folge und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.